guck dir mal diese Schrauben am Turbo an. Was mit der vernünftigen Software alles so geht? 292, 680. Und jetzt haben wir, halt euch fest. Willkommen bei der Kfz-Putzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es natürlich um den Audi A6. Wie ihr seht, ist das nicht mein Auto. Bei dem letzten Video haben wir ja gesehen, dass die Software nicht gut war, was natürlich katastrophal ist. Jetzt macht mir auch ein paar Sachen Sinn, wie zum Beispiel Turbolader. Die Schrauben, die müsst ihr euch anschauen, die sehen sowas von verglüht aus. Es ist Wahnsinn, ne? Mitty hat jetzt den Wagen ein paar Tage. Im Grunde genommen nur zwei Tage bis heute. Er hat eine neue Software drauf gemacht. Was er jetzt alles verändert hat, werden wir gleich sehen. Dann gucken wir uns natürlich die Abgaswerte nochmal an. Weil beim letzten Video habt ihr ja gesehen, bei 970 noch was haben wir das Ganze abgebrochen. Und wir hätten noch hochdrehen können. Erstens das und zweitens, jetzt stellt mal vor, ihr hält das Ganze mal 10, 15 Sekunden bei einer Beschleunigung. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie hoch so Abgastemperaturen gehen können. Wenn man das andersrum betrachtet, muss man aber auch sagen, die Dinger sind robust. Das ist ja Wahnsinn, was der abhaben kann, so ein Motor. Wie viel PS wir im Endeffekt haben. Ehrlich gesagt, der Dingen hat 400.000 gelaufen. Mich jucken jetzt keine 40, 50 PS mehr. Wenn die gesund sind, gerne, her damit. Aber die müssen gesund sein. Ich habe hier mit dir das Auto fertig gemacht mit Zahnriemen. Und die Bremsen vorne, jetzt kriegt er sein Auto wieder und ich hoffentlich krieg meins wieder. 2 Liter, 140 PS, ist schön, aber nichts ist vergleichbar mit 3 Liter TDI. Ich hoffe, ihr konntet mich sehen hier. Oh, schön, da hat's mitgenommen gehabt. Da steht das schöne Ding in hier. Boah, Leute, ihr glaubt es nicht. Kapsel gerissen, Zeh kaputt, Rücken kaputt. Ich bin einfach nur down. Das gibt's nicht. Ich fühle mich voll alt. Also es ist Wahnsinn. Das erste Mal, dass ich so in drei Stellen auf einmal was habe. Und ne, ich kann auch nicht schrauben. Also ja, schon, aber wie ihr seht, schraube ich ja. Aber richtig mit Schmerzen verbunden. Das ist Wahnsinn. Der hat auf jeden Fall eine Kundschaft drin. Ich bin auch ein paar Minuten zu früh hier. Lieber zu früh als zu spät. Ja, hätte ja wenigstens meinen Autoschlüssel geben können. Könnte ich da drinnen chillen. Ich muss schon sagen, 400.000, ne? Geiles Ding. Wird ja noch viel durchreparieren, aber jetzt momentan erstmal gar nicht. Normalerweise war die Woche geplant, dass ich die ganzen Gelenke, Bremsen, Inspektion, alles durchziehe, aber das wird nichts. Kann sein, dass ich spontan irgendwas mache, wie zum Beispiel Urlaub. Mal schauen, ich weiß es nicht, ob ich das mache oder nicht mache. Wie gesagt, ich bin zurzeit K.O. Finger konnte ich gar nicht bewegen. Dann dachte ich, oh oh, Sehne gerissen. Ne? Auf jeden Fall nächsten Tag hier Notaufnahme, bin ich hingegangen. Ich zeig meinen Finger, weißt du, und der war ja nicht so dick oder so, sah normal aus. Und die dachten, ja, also ja, wir haben Krankenschein, Sonntagabend. Die so zu mir, Krankenschein schreiben wir aber nicht. Ne? Ich so, nein, nein. Krankenschein, mir scheißegal, mach den Finger. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, bitte, ich will nur gucken, ob die Sehne gerissen ist oder nicht. Also, Rest ist mir egal. Der Typ so Kapsel gerissen. Ich so, oh, freust du dich? Ich so, nein. Hauptsache nicht Sehne gerissen, so, weißt du? Er dachte, oh, Alter, was ist das denn für einer? Weißt du, Bruch und so ist nicht schlimm. Hatte ich ja schon oft, aber. Ja, dann wird das ruhig gestellt und ganz gut. Aber ja. Sonst muss aufmachen und zusammennehmen. Zusammennehmen und sowas dauert 3-4 Monate bestimmt. Ich weiß es, ich habe noch nie gehabt. Was jetzt nicht so geil war, war halt die Abgastemperatur. Das ist ja so heiß geworden. Ja, ja, das haben wir ja so. Ansonsten, gesehen, Leistung war eigentlich okay. Drehmoment war okay. War jetzt nicht, ist dann jetzt nicht wenig. Auch jetzt nicht zu viel oder so, war eigentlich okay. Ne? Dann ist mir aufgefallen, also weil wir haben jetzt quasi nur zweimal gemessen, sonst nichts. Und beide Messungen sahen ja auch komplett sauber aus und gut. Ne? Aber trotz alledem gab es oder gibt es anscheinend ein Problem, dass er den Ladedruck nicht richtig einregeln kann. Okay. Und ich vermute, das funktioniert jetzt. Und ich denke auch, wenn wir jetzt gleich messen, wird das auch funktionieren. Die Vorsteuerung passt trotz alledem nicht mehr so ganz. Und das kann zwei Gründe haben oder zwei, die mir eigentlich nur einfallen. Okay. Entweder das VTG ist so ein bisschen schwergängig. Nee, der hat so Dings, ich habe so geguckt, der hat so ein bisschen Spiel auf jeden Fall, habe ich gemerkt. Ja, aber lässt sich sehr einfach bewegen oder das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur geguckt, der hat so ein bisschen gewackelt. So. Das kannst du mal prüfen, wie leicht sich das bewegen lässt. Ich überlege gerade. Hat das Unterdruck gesteuert oder Motor? Glaub, doch, kann sein. Nee, ich glaube die nicht. Also sonst eine Unterdruckleitung noch, ne? Ja, aber die haben keine Unterdruckschläuche. Ich glaube auch nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich meine, wäre ein Motor. Aber ja, ist jetzt so aber auch kein Drama, wenn das so bleibt, wie es ist. Ne? Nur, dass aufgefallen ist, nicht mehr so viel Zeit, wie das mal soll. Heißen Abgasen. Wo kommen die wieder zurück? Zum Turbo. Deshalb sage ich das, oder? Ich hatte genau den gleichen Gedanken, den du jetzt wahrscheinlich hast.
dass der VTG da kaputt gegangen ist oder schwergängig ist. Deshalb, ich habe auch gar nicht groß geguckt. Ich habe nur einmal gesehen, schon Verfärbung da am Turbolader. Aber ansonsten ist jetzt eigentlich alles super. Also auch, wir haben ja letztes Mal quasi, wie war das? Wir haben einen Gang, glaube ich, noch nicht mal bis zum Ende und hatten schon 970, 980 Grad. Über 970 Grad, Grad, ja, genau. Wir können heute 3, 4 Gänge. Und wir sagst mir nicht, wie viel. Wir werden das sehen. Wir haben den angeschnallt, was heißt wir? Das macht immer der mit dir. Das ist schwer. Dein ganzes Leben ist heute schwer, glaube ich. Guck dir mal diese Schrauben am Turbo an. Das ist doch nicht normal. Boah, hier siehst du das auch, dass das nicht normaler so Rost ist, sondern es wird schon hell. Ne? Ja, klar. Das wird so orange ein bisschen. Weißt du, hier ist überhaupt kein Wasser oder so. Guck mal, was ist das denn hier? Weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann auf der Kamera, aber... Nee, das sieht so ölig aus, ist es aber nicht. Eher so orange statt. Ja. Hier, das ist das hier. Ja, das ist ein Motor, ne? Ja, also ich hab nur das hier. Aber wenn wir Zündung anmachen, geht der nicht runter eigentlich? Ne, gar nicht. Ich glaube, wenn man... Hörst du das? Ja, ich höre den. Wie beim Drucker damals, ne? Aber wenn wir den anmachen, dann geht er, glaube ich, runter. Das kann sein, weil dann geht er quasi in die ganz steile Stellung, ne? Ja. Der geht mal runter. Ah ja, der geht runter hoch. Aber nicht irgendwie... Sieht nicht komisch aus oder so. Nee, der ist jetzt gerade, hat er sich nochmal hoch runter. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, wie gesagt. Also der adaptiert das dann ja auch und das wird dann auch immer besser. Und ich denke, wenn wir jetzt gleich messen, sieht das auch alles super aus. Ne? Ist, wie gesagt, auch kein Drama. Die meisten Menschen würden sowas komplett ignorieren, aber du bist ja hier noch ein bisschen dran beschäftigt. Und wenn du dann irgendwas findest und hast noch im Kopf, okay, mit der Ladungsregelung war nicht ganz so perfekt. Also es kann verschiedene Gründe haben. Wir werden es bestimmt noch herausfinden. Guck mal, hier, guck dir das mal an. Alles ist hier dick. Ne? Und ich komme da nicht rein. So ein blaues Auge würde noch dazu führen. Ja, ehrlich, ey. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was mit der vernünftigen Software alles so geht. Und ja, mit dir, was ich auch fragen wollte, Automatikgetriebe. Hast du da was geändert? Ja, oder? Wenn man die auf so einen Drehmoment runter kalibriert, also quasi, so, hier war es jetzt so, dass der für 530 Newtonmeter quasi Menge angefordert hat. Die Menge war dann so verbogen, dass die für fast 700 Newtonmeter gereicht hat. Ja. Das Getriebe kriegt dann 530 Newtonmeter über Mittel, in Wirklichkeit sind 700. Das würde dann also begrenzen und limitieren. Und daher muss man das jetzt mitmachen, auch wenn es vorher ohne geklappt hat, weil quasi jetzt das richtige Drehmoment übermittelt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie er sich danach fahren lässt. Mit dir kann mir alles erzählen. Ich weiß ja, was für eine Arbeit der macht. Der macht natürlich super Arbeit. Ich habe das auch am Anfang gesagt. Ich habe gesagt, mit dir, guck dir das an. Weil wenn das schlecht ist, ändere es. Und es war schlecht und jetzt hat er es geändert. Hätte ich aber gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Du hast immer gesagt, ja, ey, du kannst die schlechteste Software drauf machen, das Ding läuft. Das ist ja das Problem. Aber wenn du die Abgaswerte dann siehst, da fällst du um. Ne, also ich hätte hier keine 10 Minuten 200 fahren können. Nee. Ne, also da würde dir was brennen, dass dieser Turbolader oder Partikelfilter schon gelitten haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier alles in Ordnung ist. Das werden wir sehen, das wäre auch noch sehr interessant. Oh. Mach den Sitz halt so, man, vielleicht hilft das deinem Rücken. Ja, ich habe Dings, Massage angemacht. Ach so. Hab ich auch, kannst du auch bei dir machen, ne? Kannst du sagen, ey, so bequem habe ich noch nie gemessen. Richtig festgemacht haben wir den, oder? Ja, hast du. Hier hat auch einer ran rumgefummelt, in dem, weil der zeigt jetzt die Öltemperatur an 30 Grad. Ja, ne? Genau. Normalerweise ab 50 erst, ne? Jetzt gibt es natürlich ein bisschen Temperatur und danach wird gemessen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Temperaturen jetzt so sind. Was ist denn gut? Also für die Leute, die jetzt einen Diesel haben, haben auch gechipptes Auto, haben Panik und wollen auch mal ihre Temperaturen messen. Ich sag mal, für den Motor gibt es natürlich, ich sag mal, jetzt eine Maximaltemperatur, die man vielleicht nicht überschreiten sollte. Grundsätzlich gibt es also hinter der Abgastemperatur stecken verschiedene Philosophien und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis der warm ist, da können wir quatschen, habe ich gedacht. Nee, aber beim Abgasskandal waren ja auch die Abgastemperaturen ein großes Thema, aber da ging es eher weniger um die Temperatur, sondern um den NOx-Ausstoß. Und da war es halt so, dass also im Normalbetrieb ist eine zu geringe Temperatur eigentlich nicht so geil, weil es viel Ruß erzeugt. Ja, also du kennst ja, wenn ein Feuer nicht richtig brennt, dann erzeugt es Ruß. Oder wenn es zu kühl ist, ne, noch gar nicht richtig Temperatur hat.
Und im Normalbetrieb sind hohe Temperaturen eigentlich gut. Also hohe Temperaturen in Anführungsstrichen, damit weniger Ruß einfach erzeugt wird. Aber dann wird halt mehr NOx erzeugt. Und jetzt geht der Trend wieder dazu, die Temperaturen runterzubekommen und dafür mehr Ruß zu erzeugen, dafür weniger NOx. Wie auch immer, keine Ahnung, zu gering sollte sie natürlich auch nicht sein. Dann hat man halt zu viele Partikel im Abgas, ja. Oder ist halt nicht so gut. Ne? Deswegen macht auch Kurzstrecken auch Partikelfilter toll. Ja, ne? Ja, klar. Klar, weil noch gar nichts auf Temperatur erzeugt viel Ruß und ja. Kann aber gleichzeitig nicht regenerieren, weil er noch gar nicht auf Temperatur ist. Ja, ne? Genau. Dann wird der immer voller und das ganze Diesel, was ins Öl geht, ist auch nicht so geil. Aber eine Maximaltemperatur, damit der Motor nicht kaputt geht, ich würde mal sagen, die unterscheidet sich auch von Motor zu Motor so ein bisschen. Der eine ist vielleicht robuster als der andere. Der hier ist anscheinend sehr robust. Ja, das haben wir gesehen. Bei fast 1000 Grad. Auch, sind die aber auch. Also, ja. Dass so ein Motor jetzt nicht auseinanderfliegt, nur weil er mal 1000 Grad gesehen hat, das ist auch klar, denke ich. Der wird bei 1200 Grad nicht auseinanderfliegen. Also wenn wir jetzt hier irgendwas machen, dass der 1200 Grad erzeugt, wird der nicht sofort auseinanderfliegen. Das ist ein Prozess halt. Ne? Das dauert und irgendwann... Ja. Wird es passieren. Ja, ich denke auch, das Führungsspiel von den Auslassventilführungen, das wird ja größer, weil das Ventil sich ausdehnt. Ja. Und Turbolader, da gibt es natürlich sehr viele Sachen. Ne? Ist klar. Ja, Turbolader sind sowieso die ersten, die leiden. Sagen wir so, Abgas. Kannst du aber bitte Ansaugtemperatur auch mit reinmachen? Ja. Ansaugtemperatur interessiert mich natürlich auch, weil der einen eigentlich relativ kleinen Ladeluftkühler hat. Jetzt ist natürlich, der Kühler ist noch komplett kalt. Also das heißt, der Wert wird jetzt wahrscheinlich tendenziell ein bisschen niedriger ausfallen als möglicherweise auf der Straße. Ja, Wassertemperatur ist schon da. Wir warten nur noch auf Öltemperatur. Ist schon 66. Ja. Können wir schon. Ja, können wir eigentlich schon. Ne? So ab 70. Ich gucke auch parallel. Bist du bereit? Ich bin bereit. 78 Grad Öl. Guck. Mal schneller hochgehen. Der geht schnell hoch und soll auch schnell hoch. Das ist das, was dann am Ende passiert. Stopp 20 oder so. Naja, also jetzt ist hammergeil. Jetzt nur ein Lauf gewesen, ähnlich wie beim letzten Mal. Allerdings haben wir jetzt bis zum Ende durchgezogen. Ja, davor nicht. Wenn wir jetzt uns richtig Mühe geben, dann werden wir den so bis 900 Grad bekommen. Da greift die Temperaturbegrenzung ein, dann holt er den wieder so ein bisschen runter. Also über 920 Grad wirst du den wahrscheinlich nicht kriegen. Ja. Und auch nur ganz kurz. Also ja, wenn der einmal über 900 geht, dann greift er sofort ein. Und dann nimmt er sofort Leistung weg, ne? Ja, das ist dann erstmal 1% im nächsten Schritt. 200, boah, what? Ja. Wie viele Newton? Es sollten über 700 sein. What? Mit dir? Habe ich das richtig gesehen? Oh, Leute, was war das? Die habe ich noch nicht gelöscht. Alter! Ey, das müssen wir gleich sehen. Ich bin gerade umgefallen. Guck mal, was für eine Kurve der jetzt hat. Das meine ich. Deshalb wollte ich auch unbedingt mit vorher und nachher vergleichen, weil jetzt das die ist Software-Optimierung. On point, Leute. Wenn du jetzt die eigenen Spitzenwerte vergleichst, 296 PS, dann haben wir, wie viel waren das? 292? Oder 292 und 680. Das wären 4 PS mehr, also das ist gar nicht so das. Ey, das ist ja egal. Ich habe die Newtonzahl gerade gesehen. Wer mit dir kein Genie ist, ne? Dann gehen wir rüber wie immer. Krass. 10 Stunden bin ich angekommen. Der Wagen ist schon kalt geworden. 3-Tages-Ausflug durch die Werkstatt hier. Die stärkste vom letzten Mal und jetzt die von heute. Also davor hatten wir gehabt. 292, 680. Genau, ja. Ne? Und jetzt haben wir, haltet euch fest, 296, 297 fast. Ne? Aber das ist egal. Guckt ihr, wie viel Newton wir haben. Bruder, was ist das denn? Fast 750 Newton. Was ist das denn? 50, ja. Und was haben wir gelernt beim Diesel? Drehmoment. Das ist das Wichtigste. Wenn wir da jetzt warte, bevor wir weitermachen, weißt du, was ich merke? Der stinkt gar nicht so jetzt. Merkst du das? Habe ich die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Nee, ich weiß das doch. Weil als wir immer hier gedrückt haben, der hat gestunken. Weil das Ding ja immer gepiepst hat. Aber der stinkt gerade nicht. Ja, kann sein. Ja, je nachdem, wenn der da quasi auch jetzt im normalen Lauf zu fett läuft. Ja. Und dann kriegst du ja schnell dieses, wo du das in den Augen auch teilweise merkst. Ne? Weißt du, was ich meine? Dieses Brennen oder wie auch immer man das...
Ja, nö, Wahnsinn. Stimmt, jetzt ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt noch mal kurz, um auf die alte Kurve einzugehen. Ja, hier war es ja quasi, dass bis knapp 4000 steigt die Leistung oder kurz vor 4000 und zack, dann hört es auf und hier fällt es ab. So. Genau. Und worauf ich, oder weshalb ich immer sage, diese Spitzenwerte sagen gar nicht so viel aus, weil die, ich würde mal behaupten, die meisten würden jetzt, weil Deutsche oder hier, wir denken alle immer in PS. Mehr PS, Auto schneller. Aber die Realität sieht halt anders aus. Ja. Das sind hier vier PS oder was Unterschied, ne? Genau. Und wenn wir uns das jetzt mal übereinander legen. Das ist jetzt die Messung von jetzt. Dann siehst du ja schon eigentlich, dass bei 3000 geil. Schon fast die höchste Leistung erreicht ist. Ne? Jetzt, wenn wir nicht ganz so kleinlich sind, hier haben wir 292 oder sowas hier bei 3000. Ja. Und annähernd wird die dann gehalten bis, genau. bis zum Ende. Ne? Ja, und das andere, kannst du das andere nochmal zeigen? Überlappen. Achso, ja, genau. Und da siehst du... Hier wann, steigt die erstmal an quasi. Genau. Noch, ne? Also hier, die kommt viel zu spät. Also hier haben wir jetzt quasi von 3000 Umdrehungen, von vorher zu nachher haben wir jetzt 266 PS zu 291. Also das ist ja fast also 25 PS rund. Ja. Hier sind das mehr, ne? Also im mittleren Drehzahlbereich. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, hier hinten rum, in diesem Bereich fährst du ja nur, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, Knall im Kopf hast und mal am Ballern bist oder so, aber doch nicht im Alltag. Ja. Der Alltag ist das hier, ne? Ich sag mal so bis 3000 Umdrehungen vielleicht, ja. Ja, nur gibt es einmal Kickdown und hast du den bis 4000 vielleicht. Ja, genau, nicht mehr. Ja. Und das ist Wahnsinn, ne? Die Kurve von dir, wie schön die geht. Du hast diese Wellen nicht mehr und hier, also die Newtonzahl ist brutal, ne? Guck mal, du hast hier 740 zu... 680. Wahnsinn. Ne? Was ich auf jeden Fall sagen kann, Leute, das sage ich jetzt nicht, weil es mit dir ist. Ne? Ich mache für mit dir gerne Werbung. Aber wenn ihr das schwarz auf euch seht, da brauche ich keine Werbung machen, ehrlich. Also du machst sowieso Top-Arbeit und ich bin so froh, dass ich an dem Tag gesagt habe, mit dir bitte lies einmal die Software aus und guck dir das an. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde jetzt damit irgendwo in den Urlaub fahren. Wir haben schon draußen 40 Grad. Ich beschleunige ein, zweimal oder dreimal oder viermal. Ich will gar nicht wissen, was passieren würde. Die Ansauglufttemperatur schlägt sich auch 1:1 auf die Abgastemperatur nieder. Also das heißt, dass du 30 Grad höhere Ansauglufttemperatur hast, du auch 30 Grad höhere Abgastemperatur. Wobei die 30 Grad in dem Fall jetzt nicht mehr so schlimm werden. Das Gute daran ist jetzt, was mit dir natürlich gemacht hat, wenn wir jetzt irgendein Problem haben mit den Abgaswerten, wie zum Beispiel DPF ist voll, was auch immer, dann habe ich einfach keine Leistung mehr, so wie es sein sollte. Ne? Und dann merkst du, okay, mit meinem Wagen stimmt was nicht, ab in die Werkstatt gucken, was ist los, DPF ist voll oder verschmolzen, was auch immer, dann können wir das beheben. Aber davor war das nicht der Fall. Wir hätten ihn gefahren, bis er brennen würde. Ja. Turbo wäre vielleicht kaputt gegangen, dann hätten wir geguckt, okay, Turbo ist kaputt, neuen rein, ohne zu gucken, also Schwachsinn, wenn ein Turbo kaputt geht, natürlich in den Partikelfilter reinschauen, aber es gibt mal Leute, die wollen schnell Turbo wechseln, machen das, ja, bauen, einen Monat später wieder kaputt. Hier, warte, ich muss dich einmal umarmen, mein Lieber. Also ehrlich, das ist der beste Mann. Oh, Alter. Siehst du, ich bin so froh, dass ich den habe. Also echt Bombenarbeit, ehrlich, wie immer mit dir. 740 Minuten. Du musst vorsichtig sein hier mit deinem. Ja, deswegen habe ich ja so gemacht. Er macht den nicht kaputt. Alter. Ich muss wieder fit werden. Ich muss jetzt die 750 Newton ausprobieren, Mann. Ne? Hast du was zu sagen? Mit dir, ne? Alles unten verlinkt. Ihr könnt ihn auch im Instagram anschreiben. Schreibt den an, sagt, ich komme vom Kfz-Fuzis. Er macht doch schon einen guten Prof. Da bin ich mir sicher. Na, mit dir kann man reden. Und glaubt mir, und wenn er euch eine Software macht, dann habt ihr so eine Software. Und wir hatten 860 Grad. Und wir haben durchgedrückt. Bei dem anderen haben wir sogar abgebrochen. Aber das ist Wahnsinn. Wir können das auch gerne noch machen. Du kannst auch mehrere Gänge jetzt durchziehen. Brauchen wir nicht. Bitte, wenn du was sagst. Also ich hab vom 1. bis 7. Gang alle durch. Ja. Also absichtlich, weil ich wollte ja wissen jetzt gerade, wenn deine Kamera dabei ist und der weißt du, läuft irgendwas schief oder so. Ja. Habe ich natürlich alle Gänge durchgezogen. Und ich glaube, in der Spitze waren es 911 Grad oder so. Und dann regelt er sofort runter wieder auf 870. Ja. Und also das heißt, du kannst so auch Dauervollgas auf der Autobahn fahren. V-Max, was weiß ich. Ja, das werde ich eh nicht machen. Also ich aber du könntest. Mit Schilderfahrer. Nee, also die 750 Newton, die will ich natürlich mal ausprobieren, ne? Ja. Ein, zweimal, das ist ja klar. Also meine Frage ist, wenn jetzt einer vom Biken kommt, ja, schaffst du das in einem Tag sofort fertig zu machen?
Ja, stehen die sicher, können die was trinken, keine Ahnung. Da gibt's auch Süßigkeiten. Süßigkeiten gibt's. Und was zu trinken auch. Ja, was zu trinken. Und ich krieg nie was hier. Dankeschön mit dir auf jeden Fall. Ja, sehr gerne dafür. Alles unten verlinkt. Ich krieg auch kein Geld von denen hier. Muss ich eh sagen, oder? Gibt's denn was? Nein, gibt's ja nichts. Ich hab nichts. Ich würde dir alles geben. Auf jeden Fall, alles unten verlinkt. Und wenn ihr eine gründliche Software-Optimierung mit vorher, nachher haben wollt, wo ihr echt machen und dann nach Hause mit einem Grinsen fahren könnt, dann seid ihr hier richtig, ehrlich. Das mache ich gerne viel, die Werbung. Ne? Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Mit dir, vielen Dank, mein Lieber. Ja, gerne. Und ich fahre jetzt. Ich bin gespannt, was du. Das sage ich gleich schon. So, ich fahre jetzt nach Hause. Dann nehme ich euch noch mit. Mit dir.